ist ja krank. Okay, immer im richtigen Moment. Kann er auch hier runterschießen? Nein, kann er nicht. Sehr gut. Okay. Wer schießt denn? Alter, der kann hier runterschießen. Ich verstecke mich erstmal. So, jetzt weiter. Cool, Geisterteil-Lille, klasse. Ich versuche mal alles hier zu holen. Da geht es weiter runter. Ist das hier Bossfight? Es geht auf jeden Fall hier noch weiter in die Tiefe. Alter, wo sind wir? Wohin kommen wir hier? Okay, ich könnte natürlich jetzt einfach den Aufzug nehmen. Aber das wäre ein bisschen einfach. Wo kommen wir denn da noch hin? Da ist noch ein Gegenstand. Scheiße. Okay, aber hier ist nichts mehr, ne? Fuck, Mann, ich sterbe so dumm. Oh, ja, eigentlich müsste ich jetzt wirklich Fernkampf versuchen. Vielleicht kann ich sogar Fernkampf. Ich kann ja schießen. Ich probiere es. Dafür muss ich halt nur näher ran. Wo ist denn mein Stuff? Der ist echt da drin. Wie unnötig ist das denn? Es ist so dumm, dass mein Zeug hier drin ist. Warum ist das hier drin? Ich bin da drin nicht gestorben. Ich bin außerhalb von diesem Scheiß. Alles wird gut. So scheiße, Mann. Also teilweise. Ich muss erstmal dieses Vieh zerstören. Das da oben. Ich muss es zerstören. Es geht nicht anders. So, und jetzt versuche ich es mal. Wenn ich das anvisieren könnte, was ich nicht kann. Ich kann es nicht mal anvisieren. Ich habe keine Ahnung, was mich da erwischt. Diese kleine Kanone hat mich verfolgt. Ist das schlimm? Ist das ein beschissener Dungeon? Vor allem diese riesige Kanone kann ich nicht mal anvisieren. Wie soll ich den erwischen? Scheiß drauf. Schau ab und hol mir den Stuff hier. Geheimgang. Kein Geheimgang. Nicht sterben. Bitte nicht sterben. Hier bin ich safe, ne? Wahrscheinlich was? Morgen.
Okay. Da ist ein Hebel. Was macht der Hebel? Da ist der Hebel. Der wird runtergetransportiert. Jetzt kann ich ihn anvisieren. Geht das jetzt? Und ich weiß trotzdem nicht, wie ich an ihn rankommen soll. Nein, nein, nein. Boah, Glück gehabt. Absolut Glück gehabt. Ich muss hier von der Ferne aus. Ein Hieb. Ein beschissener Hieb hat gereicht. Endlich Ruhe. Endlich. Verdammte Scheiße. Das Ding wollte einfach nicht aufhören. Gelbe Fulgur. Fulgur, jetzt kann ich auch ein bisschen hier sammeln. Da war noch eine Kiste. War da noch irgendwas? Weiß ich nicht. Ich gehe zur Kiste. Komm ich hier runter? Komm ich. Reise Drache. Und dann, ich hab's geschafft. Oh, ich hab's geschafft. Ich würde mich jetzt nicht wundern, wenn hier noch irgendjemand auftaucht. Mist voraus. Großmaul-Wich-Tasche. Okay, das ist diese kleine Kanone. Na, immerhin, es ist nicht so schlecht. Aschin, der noch ein Geist verweilt. Hiermit ruft ihr den Geist eines Großmaul-Wichts herbei. Großmaul-Wicht-Tasche, habe ich gesagt, ne? Alter, mein Hirn macht nicht mehr mit. Der Geist dieses alten Wichts, der einem Drachen nachempfunden sein soll, hat einen großen Mund, der als Kanone dient und ihm ermöglicht, aus dem hinteren Teil des Schlachtfelds zu feuern. Und zwar mega ätzend, mega nervig. Die sind echt nervig. Vor allem, die machen so ein Damage. Das ist... Egal, wir haben es geschafft. Hey. Vorsicht vor hoch. Oh ja, ich sehe es. Komm her. Komm her. Was zum Henker? Grabber Charlilie. Wo komme ich denn hier hin? Ist das die Treppe, die runterführt? Zu dem nächsten Aufzug. Das dürfte sie sein, ne? Ja, ja. Das ist... Wie viele von diesen Aufzügen gibt es denn noch? Liebes Spiel. Wie sehr willst du übertreiben? Wie tief kann man denn hier runter? Das ist ein riesen Dungeon. Also es gibt nicht viele Dungeons hier in dem DLC. Aber wenn es welche gibt, dann sind die riesig. Geheimgang. Auch kein Geheimgang. Okay. Es bringt nichts. Ja, da ist noch so eine Statue. Oh. Jetzt kommt der Boss. Keine Freude voraus. Das gefällt mir. Juri, ältester Inquisitor. Was ist das denn? Was?
Ich komme nicht mal an den ran. Okay, cool. Nicht cool. Ich muss zugeben, diesen Raum hier habe ich nicht erwartet. Diesen Raum habe ich überhaupt nicht erwartet jetzt. Ich dachte, das ist halt so eine Katakombe wie hier. Einfach so ein Drecksloch. Plötzlich das Ding hier. Ja, davon kann man leicht weglaufen, das ist ganz nett. Wo ist er hin? Was ist denn das jetzt für eine Scheiße, Mann? Was verfolgt mich da? Dieser Kampf ist absolut krank. Okay. Wow. Interessanter Fight. Ganz ehrlich, interessant. Absolut unerwartet, dass hier so einer wartet. Das ist... Der hat aber ganz komische Angriffe drauf. Die muss ich erstmal... Ja, den muss ich erstmal reinbekommen. Okay, mit Angreifen ist nichts. Komm schon. Okay, die kann man mit einem Hieb umhauen, das wusste ich nicht. Die auch mit einem Hieb? Nee, natürlich den nicht. Den kann man natürlich nicht mit einem Hieb. Okay, ich bin tot. Okay, die dicken kann man nicht mit einem Hieb, die dünneren schon. Ich muss halt einfach, ich muss Damage machen. Ich muss drauf, aus der Ferne, aus der Nähe, einfach rein. Wo ist er hin? Da hinten.
Aggressives Vorgehen nenne ich das. Das nenne ich aggressiv. Aggressive Leading. Let's go, tschüss. Großen Gegner zu Fall gebracht. Stachelstab schwer Speer bekommen. Leute. Das ist ja... Also ganz ehrlich. Diese Kampfarena, hier habe ich null erwartet. Null. Und ich bin hier mitten im Nirgendwo. Krass. Da hinten geht es sogar weiter. Heilige Mist. So, was ist das hier? Kann ich da... Was ist das hier eigentlich für Dinger? Ach, das sind Kerzen. Ich dachte, das sind diese Runenbögen. Schade. Wahnsinn voraus. Wahnsinn? Das ist ja der Wahnsinn. Okay. Also ich musste einfach nur aggressiv vorgehen, was ich getan habe. Kein Problem. Ich bitte euch, großer Gegner, wer soll das schon sein? Nein, ich will Stufenaufstieg. Oh, das geht sogar. Wie viel hat er uns gegeben? 250.000? Ich wollte Glaube machen, ne? Was, Glaube? Warte. Ich guck mal gerade in mein Inventory. Erstmal den hier. Großstab Joris, eines ältesten Inquisitors. Die Spitze ist mit goldenen Stacheln besetzt, die für die Qual des Inquisitors stehen, wodurch man den Stab als Großspeer führen kann. Angriffe verursachen Heiligschaden und die Kraft erhöht sich mit steigendem Glauben. Wir glauben leider nicht so sehr. Was wollte ich jetzt mir angucken? Irgendeine Waffe, ne? Das war es nicht. Das hier war es. Großschwert der Feuerritter. Glaube. Und danach kann ich es nutzen. Danach könnte ich es nutzen. Wenn ich den Glaube erhöhe, was ich jetzt tue. Moment, nein. Und es ändert sich wieder kein einziger Basiswert. Keine Angriffskraft, nichts. Ich will einfach die 12. Stufe, damit wir diese Waffe benutzen können. Gefühlt ist das jetzt hier so eine Verschwendung gewesen, muss ich sagen. Aber gut. Großschwert der Feuerritter. Großschwert, das heißt, ich würde das anstatt das Großkatana einsetzen. Wo ist es denn jetzt? Großschwert. Ist das hier unten? Großkatana, Krummschwert, schweres Stoßschwert, das ist es nicht. Großschwert, der Feuerritter. Ja, Feuer hat es. Ich probiere es mal. Das sieht auf jeden Fall mal geil aus. Es fühlt sich massiv an. Was macht das, wenn ich die Special-Dingens mache? Hat das überhaupt ein Special? Oh, jetzt habe ich es ausgezogen, ich Idiot. Das hat gar keinen Spezialangriff, ne? Ich glaube nicht. Stampfer, Aufwärtsschnitt. Boah, Alter, Trümmer Großschwert. 145. Aber hier, wie gesagt, das hat halt Feuer. Feuerkraft. Großschwert der Verpflanzung.
Ein super Schwert. Ich weiß nicht, was ihr habt. So, das Ding ist Großschwert. Welche Stufe habe ich das hier gerade? Das ist... Das hat gar keine Stufe, ne? Plus null. Das ist natürlich stärker. Körperliche Angriffskraft ist stärker. Aber das hier hat Feuer. Es hat richtig Feuer. Ja. Ich überleg's mir. Ich muss sie aber noch leveln dann. Ich schreibe es mir mal auf. Ich level die Waffe. Wo ist meine andere? Hier, da ist es. Wie heißt das Ding? Großschwert der Feuerritter. Okay. Aber ich bin mit dem Ding hier aktuell sehr zufrieden. Sehr sogar. Und mit hier, Milady, finde ich auch mega gut. Vor allem hier mit diesem... So, was ist das hier? Vision hier von Glückseligkeit. Das bezweifle ich sehr, dass das hier Glückseligkeit ist. Wo geht's denn hier hin? Was ist das für ein Ort eigentlich? Wo bin ich hier reingeraten? Nachricht lesen. Es erwartet euch im Inneren. Oh, das ist keine von... Das ist keine Spielernachricht. Das ist eine von dem Spiel selbst. Es erwartet euch im Inneren. Was? Erstens Fernkampf und dann Blitzversuchen. Gegen wen? Ich glaube es nicht. Ah, Pferd. Kann ich mein Pferd rufen? Kann ich. Vielleicht sollte ich mit dem Pferd rumlaufen. Was war das denn? Ich kann hier nicht rein? Warum? Was ist denn hier? Ah, Pferd. Kein Pferd voraus. Das Spektralross hat Angst und kann nicht beschworen. Was? Was ist denn hier? Ich habe echt kein gutes Gefühl bei dem ganzen Scheiß. Ich kann aber auch nichts anvisieren. Das ist kein Ort, an dem ich sein sollte, oder? Oh, Scheiße. Nebel oder Bestie? Ich möchte Nebel. Oder eine Nebelbestie. Wie wär's damit? Wahrscheinlich Lügner. Achtung, verborgener Pfad. Die wollen mich doch verarschen, Mann. Okay, weißt du was? Wir gehen einfach. Wir gucken. Wir haben unsere Runen ausgegeben. Was soll schon passieren? Was soll schon passieren? Das ist wieder... Kehrt um, solange ihr noch könnt. Oh, leck mich doch. Das ist echt mies. Das ist wirklich mies. Aber cool gemacht. Das sind wieder Nachrichten von Spielern. Monster voraus. Ja, ja, das... Sehen wir gleich, was da kommt. Keine Furcht voraus. Wahrscheinlich Rumpf. Vorsicht vor Wahnsinn. Abgrundwald. Da ist ein Feuer. Da muss ich hin. Verdammte Hacke. Ich suche diese Nachrichten vom Spiel selbst.
Die finde ich interessant. Da ist noch eine. Es darf euch nicht sehen. Was? Oh, da ist noch eine. Moment. Hey, das sind alles Nachrichten vom Spiel. Wenn ihr gesehen wurdet, gibt es kein Entrinnen. Man kann es nicht einmal berühren. Okay. Gut. Aber das hier kann ich berühren. Hier kann ich mich ausruhen. Das ist ja ein Albtraum hier, Mann. Waldpfad. Wir haben 50.000 Runen, aber ganz ehrlich. Dann verliere ich die halt. Ich will wissen, was hier ist. Das Problem ist, ich habe halt noch nicht mal... Wir sollten zu der Map kommen, irgendwie. Ich gehe mal diesen Weg entlang. Die Schafe hier. Immerhin, die Schafe leben. Das kann ja dann nicht ganz so schlimm sein. Aber das sieht ein bisschen besessen aus, dieses Schaf. Wo sind die Nachrichten vom Spiel selbst? Boah, das macht mir schon Angst gerade. Was läuft da hinten? Was ist das? Oh oh. Oh, jetzt kommen die Blutflecken. Du hast gekämpft, ja? Gegen wen? Oh, das war diese Bewegung. Dass man... Dass der Wahnsinn einen erwischt hat. Wahnwitzige Hand. Du bist es? Der hat mich schon gesehen, ne? Ne, der hat mich nicht gesehen. Parieren versuchen. Man kann ihn nicht mal berühren. Da bin ich mal gespannt. Vielleicht, wenn man ihn... Wenn er mich nicht sieht, vielleicht dann. Wir haben ihn berührt. Let's go. Der Wahnsinn. Okay. Puh. Boah, das Spiel hat mir aber auch einen Schiss gemacht auf irgendein Monster. Aber das geht ja. Man darf ihn halt... Ich glaube, man muss ihn am Anfang halt erwischen. Von hinten. Ohne, dass er einen sieht. Denke ich. Ich weiß es nicht. Wo ist er denn jetzt? Dahinter. Der Wahnsinn hat mich schon? Warum? Seine Aura. Weil er... Hat er mich schon gesehen? Der geht zurück. Okay, okay, okay. Ich hol mir meine Runen und dann hau ich ihn um. Mit diesem Schwert aber. Das scheint mir ein bisschen schneller zu sein. Ein bisschen stärker. Komm her, du Dreckskerl. Ich hatte ihn. Ich hatte ihn schon fast. Du Nervensäge, Alter. Der war doch... Der macht dann seine Combo, weißt du? Seine 20-Schläge-Combo. Scheiße. Dieser scheiß Wahnsinn. Der treibt mich in den Wahnsinn.
Nein, dich will ich nicht. Greif mich bloß nicht an. Wo ist der Kollege eigentlich? Da hinten. Die wahnwitzige Hand. Ich behalte mal ein bisschen Abstand. Hat er schon umgedreht? Hat er. Jetzt aber. Jetzt kriegen wir ihn hin. Das ist der Run. Das ist der Run, Freunde. Das ist nicht der Run. Alter, ich kann mich überhaupt nicht bewegen. Mann. Oh, das ist nervig. Ist das nervig? Hab ich gedrückt? Ich hab gedrückt, ne? 873 Tode. Oh, dieser scheiß Wahnsinn. So ein Mist. Aber so kommen wir auch zu der Karte. Das scheint der richtige Weg zu sein. Oh, meine Runen. 50.000 Runen einfach weg, Alter. Nur wegen diesem Spatzenhirn. Ja, komm. Warum sterben hier eigentlich irgendwelche Viecher? Wo ist er? Ist er schon zurück? Shit. Shit. Der Wahnsinn hat mich. Der hat mich schon wieder erwischt. Komm schon! Yes! Die wahnwitzige Hand. Oh. Ja, es ist natürlich eine Waffe, ja, klar. Löst Wahnsinn aus. Boah, das ist stark. Feuer. Das hat Feuer und löst Wahnsinn aus? Ja, okay, Angriffskraft körperlich ist halt etwas wenig. Aber die ist super schnell wahrscheinlich, die Waffe. Ein Handschuh, der aus der abgezogenen Haut der Opfer eines reinen Blutbades genäht wurde, fügt dem Ziel Wahnsinn zu. Erhöht die Angriffskraft, wenn in der Nähe Wahnsinn ausgelöst wird. Dies sind die Waffen, die aus unnachgiebigen schwarzen Impulsen der Rache der völlig Niedergeschlagenen geschmiedet wurden. Wahnwitziger Speerhandschlag. Alter, die ist stark, die Waffe. Ich glaube, die ist wirklich stark. Weisheit, Glaube fehlt mir auch. Also nicht für diesen Charakter, den wir haben. Der ist eher so der Haut drauf. Aber immerhin, wir haben ihn erwischt. Dann kann ich ja jetzt hier in Ruhe langlaufen, ne? Hier ist ja sonst reiset Chaos. Tapferkeit anbieten. Warum sind hier so viele Nachrichten? Ja, das ist genau der Weg, der uns zu der Karte führt. Dann könnten wir doch jetzt... Wir können... Aber ich dachte, wir haben jetzt... Nein, haben wir nicht. War das nicht der, den das Spiel meinte? Mit, du kannst noch umkehren? Naja, gut, man... Das Spiel hat auch gesagt, man kann ihn nicht berühren oder so, ne? Okay, liebe Ratte. Dir will ich eigentlich nichts tun. Aber... Wer nicht hören will, muss ihm ein Schwert in den Kopf gerammt bekommen. So lautet das Sprichwort halt. Wind, was? Winterlaternenfliege.
Geflügeltes Insekt, das eine herabhängende, rasende Flammentraube trägt. Material zur Herstellung. Blickt träge durch den Abgrundwald. Sie gelten als Vorboten des alternden Unberührbaren. Sie gelten als Vorboten des alternden Unberührbaren. Weise Menschen halten sich fern, wenn sie sie sehen. Das war noch nicht... Diese wahnwitzige Hand war nicht der Gegner, der gemeint war, ne? Ach du Scheiße. Ich hol mir erstmal die Map. Hier ist noch keine Gegner. Eine Ratte. Okay, da war eine Ratte, aber... Der wahnwitzige Typ. Aber das war auch alles. Und ein paar Schafe. Ist das jetzt die letzte Karte, die man hier bekommt im Game? Im DLC? Karte Abgrund. Hey Schaf, ich will dir nichts Böses. Neue Karte gefunden. Abgrund. Okay, jetzt haben wir's. Das ist die komplette Karte. So, hier haben wir den Waldpfad. Ist das Gift hier? Nee. Okay, da ist noch so ein Feuerchen. Die verlassene Kirche. Die sieht sehr verlassen aus, ja. Immer noch keine Tapferkeit. Was? Ich bin tapfer. Schon immer gewesen. Wie viele Runen haben wir eigentlich bekommen? Wir haben gar keine Runen bekommen, ne? Also, von dieser wahnwitzigen Hand. Nicht wirklich. Was bist du? Skadobaumfragment. Zwei Stück. Ja! Ja! Segen des Skadobaums gestärkt. Stufe 12. Wir haben wahrscheinlich etliche dieser Dinger verpasst, ne? Okay. Kirchenruinen. Schauen wir uns die Ruinen mal ein bisschen genauer an. Vision hiervon. Wagt es nicht. Was denn? Was soll ich nicht wagen? Weiß immer noch nicht. Oh. Wir brauchen eine Rune. Da geht's noch irgendwo hin. Hier gibt's nur Schafe. Was ist jetzt los? Warum wird die Musik so an... Das scheiß Schaf greift mich einfach an. Ich wollte schon sagen, die Musik wird ein bisschen ruppiger. Was passiert hier? Hier ist aber sonst nichts. Da ist eine Blume. Auge von Yellow. Okay, das ist nichts Ungewöhnliches. Das haben wir schon mal gefunden. Jetzt spiele ich auch noch Fußball hier. Gebrochene Rühen. Das sind keine Tiere. Das sind irgendwelche Priester. Okay, ich komme sofort wieder. Da oben, ich habe irgendwo oben habe ich einen Gegenstand leuchten sehen. Mein Pferd kann ich ja nicht rufen, ne? Das heißt, ich muss ja auch irgendwie so hier hochkommen. Das ist ein ganz gruseliger Ort hier. Wo ist denn jetzt dieser Gegenstand? Preiset Licht. Das preise ich tatsächlich. Ist der hier irgendwo?
Oder war es die Nachricht hier? Ah, da. Das meinte ich. Springen versuchen. Okay. Das hat nicht so wirklich geklappt. Komm ich da nicht hoch? Wo ist mein Pferd, wenn man es braucht? Was ist das denn hier eigentlich? Erstens Lügner. Geheimgang. Bleibt ruhig. Ja. Ich weiß gerade nicht. Oh, der Wahnsinn. Das ist ja der Wahnsinn. Wie komme ich denn da hoch? Einfach so. Wow. Klärende Boli. Lindert die Belastung durch Wahnsinn. Ja, ja, ja. Okay, wir gehen mal zu diesen Priester-Typen. Sind die das, die man nicht berühren kann? Probieren wir es aus. Wir haben ja eh hier einen Speicherpunkt. Hallo? Da unten. Keine Ahnung, ob man die erwischen kann oder nicht. Oh Gott. Den kann man erwischen. Alle drei erwischt. Die waren es also auch nicht. Auge von Jeluch. So, was ist das jetzt hier für ein Baumstamm? Kann ich hier hoch? Kann ich jetzt mein Pferd... Das hat immer noch Angst. Mit anderen Worten. Hier ist immer noch ein Ding unterwegs, das ich wahrscheinlich nicht finden möchte. Aber wohin muss ich denn? Das sieht nach dem Zentrum aus. Hier, wenn ich hier diese... Was ist das hier? Der Weg oder ein Fluss? Wenn ich einen Fluss hier nehme, dann ist das hier das Zentrum. Mein Pferd kann ich ja nicht... Ich wollte schnell hinreiten. Daraus wird aber nichts. Wir gehen mal hier lang. Gucken, was da ist. Der Unantastbare. Gebrochene Rühn. Hier ist auch nichts für uns. Vielleicht weiter oben. Hier vielleicht? Oder was gibt's hier? Das ist so ein bisschen... Und es fängt an zu regnen. Weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist. Gibt es hier eine Höhle vielleicht? Zu hoch. Oh, zu hoch. Objekt suchen, aber warum immer mal leiden? Was für ein Objekt? Was war das bitte für ein Regen? Okay, wir gehen wieder runter. Okay, es ist spannend. Spannend, spannend. Ich hoffe, ich finde den noch. Ich werde mich hier auf jeden Fall umsehen. Aber ich habe leider keine Zeit mehr, Freunde. Ich habe keine Zeit. Wir werden das nächste Mal von hier starten. Und ich bin mega gespannt, was wir hier finden werden. Weil irgendwas, vor irgendwas hat unser Pferd Angst. Es lässt sich nicht rufen. Das ist sehr, sehr besorgniserregend.
von hier machen wir uns auf in das Zentrum. Ich glaube, da stand irgendwo auf einer Nachricht, man soll es im Inneren suchen. Und mehr im Inneren geht nicht. Wir werden danach Ausschau halten. Ich hoffe, wir bekommen das einigermaßen hin. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir bekommen wieder irgendwelche Runen. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahmesession wieder. Also, schönen Tag noch, schönen Abend noch. Bis dann. Adios, amigos. Ciao, ciao.